Matthäus Evangelium Kapitel 2, Vers 13. Als sie aber hingezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef im Traum und spricht: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage, denn Herodes wird das Kind suchen, um es umzubringen. Kann jemand das Leben töten? Herodes wollte Jesus umbringen. Er wusste nicht, er ist das Leben. In Jesus ist das Leben. Durch ihn leben wir. Gott hat einen Plan für das Kind, geborene Kind, und hat ihm nach Ägypten geschickt. Ich freue mich heute besonders, dass ich von meiner Heimat Ägypten ein bisschen etwas zu berichten. Ägypten ist ein gesegnetes Land, weil viele berühmte Leute haben das Land besucht. Mose, Aaron, Abraham, Isaac, Josef und später Jakob mit den 12 Stämme Israel haben das Land besucht. Aber der beste und der berühmteste Besucher war der Herr Jesus Christus. Deswegen gibt es eine Prophetie in Hosea, Kapitel 11, Vers 10. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Und was ist mit dem wunderbaren Bibelvers in Jesaja, Kapitel 19, Vers 25? Gesegnet ist mein Volk Ägypten. Ich lade Sie alle, meine Heimat zu besuchen. Möge der Herr Jesus Christus in dieser Weihnachtszeit uns alle segnen, in die Allergesegnete, was der Vater uns durch Jesus Christus gesegnet hat.